Beim letzten Mal haben wir hart verkackt, aber Udwin und ich haben uns nochmal den unendlichen Horden an Gegnern gestellt. Und ob wir es geschafft haben, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Aber wir können auch nochmal... Das ist aber jetzt eine andere Map hier, ne? Eine andere Startmap. Stimmt, das ist jetzt eine andere Startmap. Die ist komplett anders. Wo bist du überhaupt? Ach, da. Na gut. Ah, da bist du. Keine Ionen. Das ist das Ding, ne? Keine genau. Hier haben wir keine Ionenteile. Aber dafür haben wir Flottenbomber. Genau, dafür sind die Flottenbomber drin. Na gut, die Torpedofregatten machen gegen die Dominanzjäger natürlich überhaupt nichts, ne? Nee. Das ist so das Problem. Wenn du ganz am Anfang auf Jäger triffst, musst du erstmal überlegen, was du machst. Ich habe gesehen, als ich einige Upgrades für die Bomber gemacht habe, die haben schon wirklich verdammt viel Schaden an so Schiffen, also anderen Fregatten und sowas gemacht. An Zerstörung konnte ich es noch nicht testen. Also ich glaube, richtig gut upgegradete Bomber können schon böse reinhauen. Ja, und die haben halt noch ein Upgrade, ne? Flottenbomber-Tarnung. Dass sie vielleicht nicht so früh entdeckt und so früh Feuer bekommen. So, da kommen jetzt die feindlichen Schiffe. Aber die brauchen halt ewig. Da hinten ist der Fluchtpunkt. Okay, verstehe. Oh, man, suffering losses. Boah, kümmerst du dich hier um die Abwehr? Würde ich mal mit meinem Bomber auf die Transportschiffe gehen? Jo, alles klar. Dann schaue ich, dass ich da ein bisschen bei dir verteidige. Aber die sind wirklich komplett ohne Schutz. Du bist auch schon unterwegs dahin. Mit Aufklärern. Ich wollte gerade sagen, mit den Aufklärern gerade nur am gucken, ob ich hier irgendwo... Ja, da sind auf jeden Fall Eskorten mit dabei. Yep. Aber meine Aufklärer gucken bloß, ob hier noch irgendwo Perk-Punkte sind, die man sich abgrasen kann. So. Weiterer Perk-Punkt. Angriffsschiffe verstärken, Torpedofregatten. Wo wollt ihr denn hin? Mal hier auf die Schiffe, die hier sind. Was haben die hier für einen Perk? Fusionsprojektile. Oh. Oh Mann. Na, die sind wirklich nur gut gegen Jäger, Alter. Okay. Wir haben hier oben auf jeden Fall nochmal neue. Ist auch unquält noch fleißig eingesammelt. Trägerschiff Wächter. Die gehen jetzt hier drauf. Nee, machen wir diesmal nicht. Passive Selbstreparatur für Abfangjäger. Oh, das klingt auch nice. Machen wir mal. Nice. Das lief gut. Ja, das war ganz okay. Ich muss hier auf jeden Fall noch nachlegen. Ein bisschen können wir noch Ressourcen abbauen, wenn du willst. Jetzt ist aktuell nicht so unbedingt. Oh, da hinten können wir sogar noch einmal bergen. Das versuche ich mir zu holen, noch schnell. Mhm. Weiteren Perk. Habe ich hier vorne noch? Oh nein. Oh, die ist nicht. Oh, wir gut. Können zwei Perk-Punkte sind hier hinten sogar noch. Die hole ich mir schnell. Jo, ich hab alle. Okay, wir können weiter. Okay, na dann, let's go. Sehr nice. Geschützfregatten. Es ist wieder das Eisfeld. Diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich werde jetzt wieder dahin gehen, wo ich vorhin war, aber diesmal werde ich die Ressourcen. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Oh, so. Gut, wir haben keine Ressourcen. Ach, du bist wieder auf der anderen Seite da, ne? Ich bin wieder auf der anderen Seite, ja. Das heißt, wir werden... Na, wir wissen noch nicht, was die Aufgabe sein wird. Es könnte auch sein, wieder hier die Dinger einzusammeln. Ich hole jetzt erstmal diesen Artefakt-Container hier. Jo, ich gehe jetzt auch mal her und hol mir mal jetzt das Zeug. So, ich werde hier unten auch mal bergen können gleich. Okay, let's go. Check screens.
Boah, Alter, die Torpedo-Fregatten, Digga. Das ist schon cool, ey. Die machen schon gut Damage eigentlich. Hier bei so normalen Fregatten, die schieben die schon gut down. Let's go. Okay, den ersten Interferenzpunkt habe ich geklärt. Jo, der ist bei mir noch umkämpft, aber ich bin mir auch kurz davor, dass der geklärt ist. Ich weiß halt nicht, ob wir den auch halten müssen. Wäre nicht so gemein. Sieht gut aus. Hier haben wir noch ich hab's jetzt, glaube ich, gleich. Perfekt, das sieht gut aus, ja. Wir können hier vorrücken. Oder ich clear erstmal den einen Interferenzpunkt. Ich habe ja keinen Stress hier mit dem anderen. Da ist der erste Zerstörer bei dir. Okay. Versuche mich dann gleich drum zu kümmern. Mhm. Ach! Was macht die denn da? Nein, meine Torpedo-Fregatte. Nein! Check screens. Group 2 reinforced. Okay, das haben wir tatsächlich. So, okay, die eine Interferenz hier ist tatsächlich beseitigt. Ein Festpunkt der Interferenz da hinten. Das ist wirklich nur ein Zerstörer, der hier kommt bei mir. Und gar keine anderen Schiffe. Das ist schon krass. Ich mach jetzt mal diese Flottenbomber-Tarnung, erforsche ich jetzt mal. Digga, Torpedo-Fregatten, die Torpedos, die kratzen nicht mal an der Oberfläche von dem scheiß Zerstörer. Da war ich auch enttäuscht von, als ich da mal übelst die Torpedoseiten losgeschickt habe und irgendwie mal den Zerstörer macht das einfach gar nichts. Den Zerstörer, den juckt das überhaupt nicht, Digga. Wir fliegen 50 Schiffe um den rum und wir ballern den. Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Flottenbomber, Torpedofregatten. Ah, der Zerstörer ist tot, okay. Was kommt hier noch? Angriffskorvette, okay, die ist schnell weg. Gut, ich clear jetzt mal den nächsten Punkt hier. Boah. Ja, wenn du den Interferenzpunkt noch schaffst, wäre es auf jeden Fall nice. Ich versuche einfach die Stellung zu halten und dass die Gegner nicht durch. Die Bomber, Alter, Junge, ey, die sind im Anflug und da werden erstmal 40 Bomber vernichtet, nur für den Anflug, ey. Das ist schon krass. Ich glaube, ich gehe doch mal rüber. Zack. Boah, was für eine Schlacht, ey. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. No, no. Oh, mein Trägerschiff. Oh, wo ist es? Ah, da ist ein Zerstörer, gut, okay. Hat sich direkt daneben gestohlen. Der Interferenzpunkt ist auf jeden Fall geklärt. Das ist gar kein Problem. Ich muss jetzt nur den Zerstörer halt töten, bevor der mich tötet. Okay, den Punkt haben wir auch gleich. Also bist du schon perfekt. Ja. Ich muss ja das Trinken einmal ein Geschenk, Alter. Ich bin so am Schwitzen hier, wenn ich über Hälfte im Bett. Ah, das tat jetzt gut, ne? Was ist das denn gut, ne? Wieder alle gerät, ey. Sensor Alert. Hostile Corvette. Objective complete. New enemies will continue. Ah, neues Artefakt, das gucke ich mir auch noch schnell noch an. Ja, ich würde ja noch ein bisschen Ressourcen sammeln, tatsächlich. Okay. Jetzt sind wir in der letzten Mission, ne? Jetzt sind wir in der letzten Mission, ja. Das könnte was werden. Ich bin noch ein bisschen zu fit mit meinen Perks. Ich habe so viel in die normalen Geschützfregatten versteckt und die gesteckten, die sind immer noch echt nicht gut. Mhm. Oh. Das ist eine neue Endmission, die hatten wir noch nicht. Capture the data spires to draw the enemy off course and into your ambush. Digga, die Torpedo-Fregatten, ey. Die ballern da direkt rein, ey, lol. Das ist schon cool. Ja, meinte, die haben, glaube ich, auch eine höhere Reichweite als die Strahlenfregatten. Das ist schon übel. Digga, die Torpedo-Fregatten haben da alles zerstört. Wie krass ist das denn? Okay. Was müssen wir machen? Datenturm. Ah, wir müssen die Datentürme einnehmen, ne? Kann das sein?
Übernimm die Datentürme, um den Feind anzulocken. Lass uns erstmal Ressourcen sammeln. Ja, bin ich auch dabei. Ich bin auch gerade so in dieser Punkte. Da unten ist ein Achso, das ist da schon ein Datenturm. Warte mal, ich will mal gucken. Die Multistrahlenfregatten, die da sind. Wie krass kann die... Wie krass können die Torpedofregatten den wegmachen? Mal gucken, ob es hier noch irgendwo Perkpunkte gibt, aber es sieht fast nicht danach aus. Oh, da unten ist ein Einfallspunkt, die kommen schon, ja. Ja, ja. Na gut, gegen Fregatten sind ist dieser Klump an den Torpedofregatten schon geil. Ja, wir müssen es hier sofort sammeln. Sofort sammeln beim Trägerschiff. Flottenbombe erstmal hier behalten. Boah, kommt da viel rein, ey. Krass. Alter, was ist das alles? Ach, Dominanzjäger. Jetzt kommen sie. Plasma-Konvent. Noch keine Zerstörer. Combat Alert. Alter. Alter, man. Was? Das ist getrennt? Nee, ist doch nicht getrennt, oder? Das zählt doch zusammen, oder? Ja, das zählt zusammen. Ich dachte, ich könnte 50 Abfangjäger und 50 Flottenbomber haben. Aber es zählt dann doch zusammen. So, ich hatte irgendwo einen Perk, da fühle ich mich gerade ein bisschen gescannt, dass ich meine Fregattenanzahl erhöhe. Und irgendwie hat sich das nicht... Das war der erste Datenturm. Ja, erhöhte Anzahl von Max angeschiffen und Regatten. Bau von Korvetten nicht möglich. Ja, das ist... Achso, nee, das ist allgemein so, okay. Ja, irgendwo hatte ich eigentlich was erforscht in der Richtung, aber irgendwie... Okay, ich rück jetzt mal vor zu dem Datenturm auf meiner Seite. Jeder von uns hat ja zwei Datentürme hier auf seiner Seite. Ach nee, Trefferpunkt. Da unten kommt der erste Zerstörer, Digga. Oder soll ich mich erst auf den stürzen? Komm, wir holen uns als erstes den Zerstörer. Let's go. Ist er schon am Anfliegen von... Nee, wir holen wo kommt der her? Vom Einfallspunkt? Unten, vom Einfallspunkt. Ja, unten. Wo die anderen auch hergekommen sind. Erstmal eine fette Salve Torpedos, die überhaupt nichts ausgerichtet haben. Komm, die können wir uns holen hier. Guck mal, das sind so kleine. Nur so kleine. Ah. Das haben wir noch nicht erforscht, ne? Boah. Was können wir hier erforschen? Fusionsprojektile, let's go. Okay, okay. Alles gut soweit erstmal. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's auch soweit okay aus. Gut aus, okay. Gerade schön am Ressourcen abernten. Das ist quasi noch ein zweiter Zerstörer unten reingekommen. Kriegst du den, Ich würde jetzt mal meine Bombe starten und den angreifen, ja. Okay, okay. Dann würde ich mal zum Datenturm auf meiner Seite nach vorne vorrücken. Vielleicht kann ich dann auf die andere Seite rübergehen und dann auf deiner Seite mich so zurückerobern, weißt du? Hm. Soll ich das mal versuchen oder soll ich bei dir helfen oder schaffst du das alleine? Ich schaff das, das ist kein Ding. Dann kannst du mal vorgehen und schauen, ob okay. du es einnehmen kannst. Group 1 reinforced. Group 2 reinforced. Sicher, dass du das hier schaffst? Ja, jetzt kommt hier noch eine ganze Menge an diesen Korvetten dazu. Ich schick mal meine Geschützschiffe wieder zurück. Ich hab den zweiten Datenturm fast erreicht. Oh, diese blöde Platte da. Also wenn du Hilfe brauchst, ich brauche lange, um zurückzukommen, also... Sag's lieber ein bisschen zu früh. Ich werde mit meinem Carrier mal Richtung Datenturm fliegen. Dass ich hier quasi... Wo ist denn der Datenturm? Angeblich soll der hier... Ach, ist der hier... Ach, da ist er, ja, okay. Die sind ja gar keine Gegner. Doch, hier sind Gegner. Da ist halt ein Zerstörer direkt an. Da sind drei Zerstörer an meinem Trägerschiff. Ich sehe es gerade. Das sind die mich angegriffen haben. Jetzt haben die das Ziel gewechselt. Ich versuche die da ein bisschen aufzuhalten. Schick dein Trägerschiff in Richtung meines Trägerschiffs. Schick nach vorne. Ist es schon. Es hat den Befehl, dein Trägerschiff zu schützen. Also es folgt dem schon immer. Das folgt dem sehr gut. Dann kann ich mich gleich drum kümmern. Ich schicke gleich noch Begleitfregatten entgegen, dass die dich dann gleich noch hochheilen. Okay, zweiter Datenturm nehme ich jetzt ein. Den habe ich jetzt freigekämpft. Dann gehe ich rüber zum dem auf der anderen Seite, ne? Mhm. Trägerschiff bei 50%. Ja, irgendwie bewegt sich das aber auch gerade nicht. Das bleibt da stehen mittendrin. Ich halte es gerade sehr stark gegen. Die kriegen das gerade nicht runter.
Ich heil's da stark gegen. Ja, ich hab da wirklich drei Schüsse. Es geht schneller hoch als runter, aber. Digga, was für eine Scheiße hier wieder abgeht. Oh Mann. Ich mach weiter mit den Ladentürmen. Ich komme nicht zurück und helfe. Okay, okay. Sensor Contact. Mach weiter mit den Datentürmen. Sehr gut. Das ist jetzt der letzte, denn Mann, hier da drüben ist noch einer. Nee, es gibt vier, genau. Die Frage ist, ob wir dann schon gewonnen haben. Ich befürchte fast nicht. Ja gut. Das ist vielleicht wieder komplett Alter, voll. Wie viele Zerstörer hinten stehen, aber zum Glück machen die gerade nichts. Die stehen da einfach nur und campen da hinten rum. Warte mal, wie könnte man markieren? Alt gedrückt halten, dann mittlere Maustaste. Ah. Da hinten ist ein bisschen was an Zerstörern aufgestellt. Echt, da sehe ich nur einen. Ach, da hinten. Oh mein Gott, ja, ja. Mach mal fünf Stück einfach aus dem Auf. Ja, die können mehr Zerstörer machen als wir Fregatten. Das ist irgendwie komplett durch. Ja, ja. Diese Heilfregatte, die hat schwer zu tun, ey. Die hat sehr stark zu tun. Ah, nice, haben wir bekommen. Geil. So, was passiert jetzt? Feindliches Titanenschiff? Ernsthaft? Ist wieder ein Schlachtkreuzer? Nee, zerstören sie den feindlichen Titan? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Schiff da hinten? Ah, das ist so ein Mutterschiff. Oh, okay. Ja, müssen wir alles hinschicken, oder? Ja, ich mach mal Autostart aus und baue richtig viele Bomber. Und schick mal mein Schiff hin, dass wir das hoffentlich mit einem guten Rand zerstören. Bin auf dem Weg. Alle Schiffe fliegen an. Oh, da kommen erstmal neue. Gott, wie viele Fregatten da kommen, Alter. Holy shit. Haben wir vielleicht einen Zerstörer bekommen oder so? Dann sind meine Rohstoffsammler. Oh Gott, die Gegner haben sehr viele Zerstörer, die sie uns hinterher schicken. Haben wir aber nicht. Ja, aber die sind ziemlich zu langsam, die kommen dann hinterher. Wenn der jetzt hier keine Schiffe gestartet hat und hier keine Schiffe um den herum sind, dann können wir den vielleicht schnell zerstören, so weißt du? Mal, genau das dachte ich mir. Bevor uns die Zerstörer kriegen, müssen wir da jetzt schnell hin. Ich werde dann gleich nochmal eine große Bomberflotte starten und entgegenschicken. Aber der hat natürlich auch Nahbereichsabwehrwaffen, ne? Höchstwahrscheinlich. Alter, ist das liefert. Also, ja gut, das ist halt das Mutterschiff von dem. Das Mutterschiff, ja. Ja, ich mache überhaupt keinen Damage an dem. Ah doch, jetzt ein bisschen Damage nimmt es schon. Okay, wir brauchen jetzt alles nur noch hier. Keine schweren Geschützfregatten mehr. Wir brauchen jetzt Strahlenangriffsfregatten, die könnte ich bauen. Und Flottenbomber. Also ich habe alles draufgeschickt, was ich hatte. Fregatten schießen auch drauf, sehr gut. Ich komme jetzt auch gleich mit meinem Schiff vorbei. Ich werde dann gleich noch Hilfe rauslassen. Wir müssen es halt vernichten, bevor die uns eingeholt haben. Jetzt hier? Produktionssteigerung. Wusstest du, dass das Trägerschiff eine Fähigkeit hat, Produktionssteigerung für 2 Minuten? Wo es extrem schnell Sachen rausdrückt? Alles klar. Ich werde euch das auch mal sehen. Oh ja, wir ging's down. Nice. Boah, perfekt, yes. Alter. Ja, geil. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch alle Gegner säubern müssen. Achtung, ein noch größeres Schiff kommt. Bitte zerstört es. Türme gegen angreifende feindliche Gruppen verteidigen. Aufgabenziel fehlgeschlagen. Und wir hätten die Türme noch verteidigen müssen. Ja, aber das war jetzt ein optionales Ziel wahrscheinlich. Ja, ja, ich glaube schon. Passt. Springen wir. Ja, aber nichts mehr. Haben wir nichts mehr zu tun. Hey, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Die Gegner können froh sein, dass wir nicht geblieben sind. Wir hätten den so einen Arsch aufgerissen, aber wir müssen ganz dringend weg. Genau. War's das? Ich glaube, das war's, oder? Yes. Das müsste es gewesen sein. Ja, easy. Das war's. Das war wirklich geil. Okay, gute Runde.